Ja, guten Morgen in die Runde. Ich bin ganz begeistert, wie viele am Samstagmorgen schon den Weg hierher gefunden haben, nach einem intensiven Auftakt gestern Abend und auch überhaupt nach intensiven, auch teilweise erschöpfenden Wochen für alle politisch Aktiven, politisch Interessierten oder politisch Beobachtenden wie mich. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass das Thema hier vielen ein Anliegen ist, aber auch, dass wir ein super interessantes Panel hier haben. So geht es mir zumindest. Ich bin heute Morgen aus Neugierde gekommen auf die beiden Frauen und den Mann, die neben mir sitzen. Denn unsere beiden Wissenschaftlerinnen, die hier auf dem Panel sitzen, Frau Kopitsch und Frau Herzog, sind Professorinnen, die nach meinem Empfinden jedenfalls sehr gut den relevanten sozialen Fragen dieser Zeit nachspüren und immer wieder überraschende, originelle, ungewöhnliche Einblicke und sehr zeitgemäße Antworten geben. Und ich hoffe, dass wir heute in dieser Runde davon profitieren können. Ich begrüße Lisa Herzog, ist aus München zu uns heute gekommen. Sie ist Professorin für politische Philosophie an der neu geschaffenen Hochschule für Politik München. Ich will jetzt nicht Ihren ganzen sehr internationalen Lebenslauf hier referieren, aber kurz sagen, dass Sie, glaube ich, bekannt geworden sind, unter anderem durch Ihr Buch über ein Plädoyer für einen zeitgemäßen Liberalismus. Ein Buch mit dem Titel Freiheit gehört nicht nur den Reichen. Im Moment beschäftigen Sie sich aber neben so grundsätzlichen Fragen der Ordnung und der Wirtschaftsordnung. Sie sind unter anderem Volkswirtin, aber auch haben auch Politik, Philosophie und Geschichte, neuere Geschichte studiert. Beschäftigen sich im Moment sehr stark, glaube ich, mit Fragen des Arbeitsmarktes und der Ordnung des Arbeitsmarktes in Zeiten der Digitalisierung. Dazu erscheint demnächst auch ein Buch und wir wollen hier heute schon mal ein bisschen davon profitieren, was Sie da rausgefunden und formuliert haben. Das machen wir gleich. Zu meiner Linken, Peter Siller, brauche ich hier eigentlich wirklich niemanden vorstellen. Ich sage nur noch mal, dass er auch Philosophie studiert hat, was vielleicht auch nicht will. Wir haben hier heute einen kleinen Schlag ins Grundsätzliche. Ich bin die Einzige, die das nicht gemacht hat. Hier ist auch ein Volljurist, ist Leiter Inland der Böll-Stiftung, so ein bisschen the brain hinter dem Laden hier, habe ich immer den Eindruck, und beschäftigt sich auch gerade mit diesen Fragen der sozialen Teilhabe, seit ich ihn kenne, also ungefähr 20 Jahre, würde ich mal schätzen. Aber wahrscheinlich noch länger, aber das liegt dann an mir. Frau Kopitsch, zu meiner Rechten soll gleich beginnen, deswegen stelle ich Sie als Letzte vor, ist Soziologieprofessorin an der TU Darmstadt, hat auch viele sehr interessante Bücher geschrieben. Ich würde persönlich vor allem die Wiederkehr der Konformität empfehlen, beschäftigt sich intensiv mit Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, Arbeitsmarkt, neuen Lebensformen, aber auch kommt eigentlich historisch auch so ein bisschen aus der Wissenschaftstheorie. Sie sind, glaube ich, eigentlich, haben promoviert als Psychologin, haben ein Buch geschrieben, Sekunde, jetzt muss ich mal nachgucken. Nee, das habe ich mir gar nicht notiert, aber ich weiß jedenfalls... Wissenschaft an Hochschulen. Ja, genau, sorry. Jedenfalls haben wir hier Leute sitzen, die sehr unterschiedliche Themen behandelt haben und das große Thema, wie kommt eigentlich Wissen in die Welt, wer hat Teilhabe an Bildung, war ja gestern schon kurz das Thema. Ich glaube, gestern Abend wurde das Soziale immer nur gestreift, da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so die Bottomline der zweiten Diskussion war ja ein bisschen die Verwerfung, die wir zum Beispiel in Ostdeutschland beobachten, sind eher eine kulturelle als eine soziale Frage. Vielleicht kommen wir da in unserer Schlussrunde auch noch ein bisschen drauf, inwieweit das hier bei Leuten, die sich sehr viel mit der sozialen Frage beschäftigen, auf Zustimmung stößt. Das ist ja dann häufig bei denjenigen anders, die da so intensiv drauf gucken. Mir ist gestern aus der Sitzung für alle, die nicht dabei waren, besonders hängen geblieben, doch so ein Plädoyer für einen neuen Linksliberalismus von Habeck, der vor allem in der sehr zugespitzten Formulierung von Daniel Cohn-Bendit mündete, die Grünen hätten eigentlich jetzt erreicht, wovon Guido Westerwelle immer nur geträumt hätte. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert so stehen, aber das ist die Folie, vor der wir heute diskutieren. Wir fangen an mit Arbeit und der Frage an Frau Kopitsch. Unser Thema heißt ja, unsere Überschrift heißt ja Teilhabe an Arbeit, Kapital, Bildung. Vielleicht fangen wir mal an mit einer Zustandsbeschreibung, denn
Es gibt ja bei der sozialen Frage im Moment sehr unterschiedliche Wahrnehmungen in Deutschland. Die einen sagen, dem Land geht's super. Das klang auch gestern bei einigen Diskutanten so ein bisschen raus. Wir haben Vollbeschäftigung, wir haben viel Geld zu verteilen und so weiter. Eigentlich können wir uns nicht beschweren. Dann gibt es gleichzeitig daneben einen Diskurs, der sagt, Arm-Reich-Unterschiede, Durchlässigkeit der Gesellschaft, Aufstiegschancen so schlimm wie nie, nehmt das doch wahr, selbst der IWF redet darüber. Wir haben eigentlich ein riesiges Prekarisierungsproblem. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Debatte. Sagen Sie doch mal, wo Sie das Land verorten. Wo stehen wir da bei der sozialen Frage und was ist das drängendste Problem aus Ihrer Sicht? Ja, das möchte ich gerne tun und ich denke, man muss das Problem diskutieren im Zusammenhang mit dem Thema, was eigentlich ein ureigenes soziologisches Thema ist, nämlich der Frage der Klassengesellschaft. Wir haben also, Elisabeth Nier hatte schon gesagt, einerseits die gute Nachricht, dass wir also eine unglaublich niedrige Arbeitslosenzahl haben, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland eine der niedrigsten in Europa ist, dass wir vom Jobcenter gemeldet bekommen, dass es 1 Million Stellen, freie Stellen gibt. Aber die Schattenseiten sind unübersehbar. Wir haben Kontrast zu den Positivmeldungen steht ja, dass wir einen steten Anstieg sogenannter atypischer Beschäftigung haben. Das hat also eher noch zugenommen. Da sind es im Moment gut 7 Millionen. Wir haben einen großen Anteil an Niedriglöhnern. Das heißt, 1/5 der Bevölkerung ist praktisch mit einem Stundenlohn bis zu 10 Euro dabei. Das ist also eine sehr starke Einkommensbenachteiligung, die sich da zeigt. Aber was also aus soziologischer Perspektive so interessant daran ist, ist, dass man das nicht einfach nur in Zahlen abbilden kann, sondern auch in Strukturen. Und die Strukturen, die dahinter stehen, sind die einer akzentuierten, neu sich herausbildenden, ständig verfestigten und kulturell grundierten Klassengesellschaft. Und diese Klassengesellschaft ist deshalb lange übersehen worden, die sich seit den 90er Jahren herausgebildet hat, weil man sehr geblendet war, zumindest aus der soziologischen Erzählung heraus, also auch wir Soziologen haben ja eine Ideengeschichte, und da war der Ulrich Beck führend eine lange Zeit lang und hat eben die Individualisierungsthese ausgegeben, wonach eben seiner Meinung nach Klassenstrukturen mittelfristig verschwinden würden und durch individualisierte Lebensstile ersetzt werden. Was man aber jetzt beobachten kann seit den 90er Jahren, ist, dass das nicht etwa das Ende der Klassengesellschaft war, sondern der Beginn eines Aufstiegs einer neuen Klassengesellschaft, die Soziologinnen und Soziologen auch als Dreidrittelgesellschaft betrachten. Wir haben auf der einen Seite ein Segment der akademischen sogenannten Mittelklasse, die aber eigentlich auch eine Art Oberschicht ist, die in den letzten 3 Dekaden kontinuierlich Einkommensgewinne zu verzeichnen hat, die über Vermögen verfügt und die in gewisser Weise auch über kulturell avancierte Lebensstile verfügt. Und spiegelbildlich dazu hat sich eine Unterklasse herausgebildet, die also nicht mehr einfach eine Arbeiterschaft darstellt, sondern eine bunt gemischte Gruppe von Harzlern, von Mitgliedern der Service Class, von Arbeitslosen, von semi-qualifizierten Industriearbeitern, manchmal auch etwas polemisch zugespitzt genannt, das Dienstleistungsproletariat. Auch das ist ungefähr 1/3 der Bevölkerung. Und dazwischen findet sich die sogenannte traditionelle Mittelklasse, die also früher in der Offensive war, nämlich eine Mittelklasse, die über sogenannte nivellierte Lebensstile verfügt und in dieser Haltung, die charakteristisch war für die 3 gloriosen Jahrzehnte der Nachkriegsepoche, den Stil angegeben hat, also eine tonangebende Klasse war, mittlerweile aber in die Defensive gedrängt worden ist. Und die Frage, die jetzt an das, was Elisabeth Nier gerade gefragt hat, anschließt, ist nämlich, wie kommt das? Was hat das jetzt mit Arbeit zu tun? Und die Ursache für die Herausbildung dieser Dreierstruktur ist dreifach. Wir haben einmal den Wechsel von der Industriegesellschaft zur postindustriellen Gesellschaft, hatten die Dienstleistungsberufe in der Industrieepoche, also das war die Epoche, die etwa bis 1970 prägend war, noch 20% ausgemacht, sind es jetzt 70-75%, selbst in Deutschland.
Wobei man eben genau sehen muss, dass diese Dienstleistungsberufe sich polarisiert haben. Wir haben auf der einen Seite die qualifizierten Dienstleistungsberufe aus der Wissensökonomie, zum Beispiel Werbung, Beratung, Wissenschaft, Ingenieure, Journalismus, Kreative, Medien. Und wir haben auf der anderen Seite das sogenannte Service-Class-Dienstleistungspersonal, Friseure, Köche, Taxifahrer, DHL-Fahrer. Und diese Polarisierung, die schaukelt sich gegenseitig hoch, weil natürlich die postindustrielle Dienstleistungsklasse der akademischen oberen Mittelschicht die Arbeitgeber der anderen meistens sind, beziehungsweise von diesen Dienstleistungen profitieren, die sie möglicherweise sogar in ihrem eigenen Haushalt beschäftigen, zumindest aber haushaltsnahe Dienstleistungen in hohem Maße konsumieren und damit natürlich an dieser Klassenspaltung partizipieren. Und zum Zweiten, und das ist vielleicht für die Debatte, die gleich folgt, interessant, ist diese Spaltung eben auch etwas, was sich durch die Kulturalisierung der Ungleichheit, nämlich dem Umstand, dass Kultur und Bildung ein Schlüsselfaktor der Polarisierung geworden ist, in den Habitus der Einzelnen niederschlägt und zu einer sozialen Segregation sowohl im sozialräumlichen Bereich, das heißt in den Wohnquartieren, als auch in den Bildungsinstitutionen. Also die Frage, wo schicke ich mein Kind auf die Schule, hat sozusagen einen überwertigen Charakter angewonnen, als auch in der sozialen Schließung der Verkehrskreise führen. Damit würde ich jetzt erstmal aufhören. Okay, also ein Drittel. Ja. Frau Herzog, das ist jetzt ein sehr harter Befund. Ein Drittel der Gesellschaft so tendenziell in prekären Verhältnissen, und Klassengesellschaft ist auch ein hartes Wort. Sie sind ja jetzt nicht in erster Linie Empirikerin, die das so, vielleicht mögen Sie ein einordnendes Wort dazu sagen, vor allem aber auch nochmal Ihren Blick darauf geben, wie es denn jetzt weitergeht mit dem Arbeitsmarkt, damit wir hier mit einer Zustandsbeschreibung anfangen und dann ganz schnell über die Antworten diskutieren können. Ihr neues Buch, da haben Sie mir schon ein Kapitel vorab geschickt, netterweise, fängt an mit der Frage, was sich eigentlich für die Arbeit ändert und die Verteilungsfragen, wenn die Digitalisierung kommt. Sind Sie in der Lage, uns, obwohl Sie so ein langes Buch geschrieben haben, uns jetzt eine podiumsverträgliche, knappe Antwort darauf zu geben? Ja, das ist eine Herausforderung, aber ich versuche ein paar Punkte zu machen. Also wer die Gewinner und Verlierer sein werden und auch wie viele Gewinner und Verlierer es geben wird, das wird massiv von der politischen Gestaltung der Rahmenbedingungen dieser Digitalisierung abhängen. Und wofür ich plädiere... Klatschen macht wach. Fühlen Sie sich eingeladen, das immer, wann Sie mögen, zu tun. Also was ich beobachte und was ich sehr beängstigend finde, ist, dass die Digitalisierung erlebt wird wie so ein Naturereignis, das kommt und wir können da irgendwie nichts machen, wir können nur versuchen mitzuschwimmen. Anstatt sich die Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich die Arbeitswelt gestalten? Und ich meine, in vielem, was Sie es, Frau Koppisch, gesagt haben, klang ja schon an, man muss, um die heutige Gesellschaft zu verstehen, mit Bourdieu gesprochen, sozusagen diese unterschiedlichen Kapitalarten in den Blick nehmen. Also bei Bourdieu gibt es diese Unterscheidungen. Es gibt das finanzielle Kapital, das Produktionskapital, so im klassischen Sinne, Marx lässt grüßen. Aber es gibt eben auch andere Arten von Kapital, sogenanntes Humankapital, also Bildung, soziales Kapital, kulturelles Kapital. Und in gewisser Weise sind sehr viele von uns nicht Finanzkapitalisten, sondern Humankapitalisten, Sozialkapitalisten sozusagen. Und es gibt eben diejenigen, die da sehr benachteiligt sind. Und die Frage ist, schaffen wir es, die trotzdem auch mit zu integrieren? Und ich meine, ich spreche jetzt hier natürlich schon aus so einer paternalistischen Position heraus. Das ist Teil des Problems, glaube ich, dass viele dieser Leute an den Diskursen darüber, wo es hingehen soll, schon überhaupt nicht mehr beteiligt sind oder dann nur noch aus so einer Protesthaltung heraus. Es gibt ja Stimmen, die im Moment dafür plädieren, eher in Richtung Grundeinkommen, in Richtung arbeitsfreier Gesellschaft und so weiter zu gehen. Ich halte das für ziemlich gefährlich. Es kommt auf die konkrete Ausgestaltung an, aber ich glaube, wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, den Raum der Arbeit als einen sozialen Raum, in dem auch Integration stattfinden kann, aufrechtzuerhalten. Und er bricht im Moment sehr stark auseinander in diese unterschiedlichen Segmente, aber es ist immer noch trotzdem ein Raum, in dem man soziale Kontakte jenseits des familiären Umfelds hat. Es ist ja kein Zufall, dass die Frauenbewegung, dass Migranten immer darum gekämpft haben, an diesem Raum auch teilzuhaben. Und um jetzt sozusagen den Wunsch nach Zusammenhalt
Fassung aufzugreifen. Also wofür ich plädiere, ist, dass wir die Arbeitswelt sehr viel stärker partizipativ und demokratisch sehen müssen. Und letztlich knüpft das an ältere Traditionen an, die immer gefordert haben, das Prinzip der Demokratie und der Partizipation, dass wir im politischen Raum akzeptieren, befürworten als die schlechteste außer allen anderen Lösungen, mit Churchill gesprochen, dass wir das eigentlich auch in die Wirtschaftswelt tragen müssten. Und da bietet die Digitalisierung möglicherweise auch Chancen, weil es einfach neue Kommunikationsmittel, neue Formen der Abstimmung, der Koordination geben kann, sodass dieses Argument, naja, wir haben entweder Demokratie oder Effizienz, möglicherweise so nicht mehr zutreffen wird. Kurze Nachfrage. Also die Demokratisierung der Arbeitswelt ist bestimmt ein Projekt, dem viele hier sofort begeistert zustimmen würden oder die einleuchtet und teilhabe. Aber inwieweit ist das auch eine Antwort auf das, was Frau Kopitsch vorher beschrieben hat mit den Prekarisierten? Das sind ja der typische DHL-Fahrer, ohne jetzt das jemandem zu nahe treten zu wollen, ist vielleicht auch zu erschöpft, vielleicht auch zu desinteressiert an Politik, um sich in so Teilhabe zu stürzen. Also auf das Problem von dieser Drittelgesellschaft, Klassengesellschaft, ist da Partizipation und Gestaltungswille die Antwort? Also es kommt natürlich darauf an, wie viele Arbeitsstunden man ableisten muss, um seinen Lebensunterhalt erstmal zu sichern. Auch das ist eine Frage der politischen Gestaltung, Mindestlöhne und so weiter. In der Tradition, die über Demokratisierung der Wirtschaftswelt nachdenkt, gibt es ein Argument dafür, wieso dieses Projekt genau auf dieses Problem vielleicht antworten könnte. Nämlich, Arbeit ist das, was die Leute 40 oder mehr Stunden ihrer wachen Zeit beschäftigt. Und wenn sie dort Hierarchien, Top-Down-Strukturen, das bloße Ausführen von Befehlen erleben, wie sollen sie dann einüben und lernen, sich in anderen gesellschaftlichen Bereichen demokratisch zu engagieren? Während wenn die Arbeitswelt selber auch partizipativ gestaltet würde, dann wäre das, wie es dann immer klassisch heißt, eine Schule der Demokratie, die auch dazu beitragen könnte, diejenigen, die sonst keine Chance haben, zu integrieren. Natürlich bleiben Fragen bestehen, wie das dann im Einzelnen aussehen würde und wie egalitär es wirklich wirken könnte. Ich will auch nicht sagen, dass wir nicht die Schutzrechte, die wirklich jedem Einzelnen zustehen sollten in der Arbeitswelt, auch stärken müssten. Aber ich meine, wenn mehr Macht an die Arbeitnehmer kommt, dann würden sich manche Fragen nach ausbeuterischen, problematischen Arbeitsstrukturen vielleicht auch dadurch erledigen, dass man dagegen angehen könnte. Also es wäre auch eine Frage der Machtverschiebung letztlich einfach. Was ich daran besonders interessant finde, was hier in beiden Statements rausklang, ist ja die Idee von Arbeit als Faktor gesellschaftlicher Integration, also dass Teilhabe an Arbeit was Positives ist. Es gibt ja auch manchmal Debatten bei den Grünen, wo das eher so ambivalent klingt, wenn über das Grundeinkommen geredet wird und so, da klingt das manchmal an, als ob man Menschen eher von Arbeit befreien müsste und so weiter. Also das halte ich hier so als gemeinsamen Nenner schon mal fest. Wie diskutiert man das denn bei den Grünen, Peter Siller? Bei den Grünen. Also der Sinn unserer Konferenz ist ja genauso, Räume für solche Diskussionen zu schaffen. Und ich bin nicht okay, sorry. Für die Grünen. Nein, ja, dann hören wir jetzt erstmal. Ich habe schon verstanden. Das machen wir am Schluss. Okay, ich stelle das zurück für die zweite Runde, dass wir über grüne Sozialpolitik reden. Und jetzt wüsste ich erstmal gern deine Antwort auf Arbeit als Instrument sozialer Teilhabe. Ist es das die Richtung, in die man gehen muss? Also noch mal ein Satz zu den Grünen, Elisabeth. Meine Einschätzung ist, dass es gerade ein gewisses Begehren oder eine gewisse Sehnsucht danach gibt, dass diese Diskussionen geführt werden. Und da finde ich gerade gar nicht so interessant, was am Ende dabei rauskommt, das ist wichtig, sondern da finde ich erstmal interessant, wohin uns solche Diskussionen bringen. Denn die Argumente sind ja zumindest auf dem Feld nach meiner Wahrnehmung, also auf dem sozialen Feld, noch nicht wirklich ausgetauscht. Das wollte ich mal voranstellen. So. Also es liegt ja jetzt schon viel auf dem Tisch, deswegen bin ich fast geneigt, jetzt nicht wieder irgendein anderes Fass aufzumachen, sondern vielleicht mal das ein bisschen weiter zu spinnen, weil ich das alles sehr interessant fand und vielleicht ergibt sich daraus auch nochmal eine These meinerseits. Also zunächst mal glaube ich, dass wir zwar in der politischen Kommunikation dann sicher zugespitzte Strategien und auch zugespitzte Projekte brauchen, aber ich glaube, jetzt für uns wäre es erstmal wichtig, so ein bisschen
zu differenzieren. Ich glaube, und das hat vielleicht auch der Schlenker noch, und da sind wir schon auch bei diesem rechtspopulistischen Drift, ich glaube da tatsächlich, dass es einen fundamentalen Zusammenhang gibt von Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie und sozialer Teilhabe. Ich sage das jetzt mal so allgemein und das ist mir deshalb wichtig, weil es ja auch so eine These gibt, es geht jetzt um die liberale Gesellschaft und diese Frage von sozialer Integration ist quasi abgehakt. Aber das ist natürlich ein fundamentaler Zusammenhang, dass ein Leben in Selbstbestimmung und Autonomie soziale Voraussetzungen hat. Und damit meine ich jetzt noch gar nicht, wie viel soziale Sicherung habe ich auf dem Konto. Das ist ein Faktor, sondern damit meine ich sozusagen dieses fundamentale Zusammenspiel von Selbstbestimmung und sozialer Anerkennung. So, das ist für mich wichtig. Und dann würde ich schon sagen, dass in allen Gesellschaften auf unterschiedliche Art und Weise wir tatsächlich also in allen Industriegesellschaften oder sagen wir mal Postindustriegesellschaften tatsächlich einerseits einen relativ hohen Wohlstand haben. Ich würde ja auch ehrlich gesagt sagen, dass man auch mal konzidieren muss, dass es zwar eine problematische Entwicklung, das würde ich auch sagen, wann auch immer man das terminiert, seit den 90ern gibt, trotzdem natürlich die Selbstbestimmungs- und Autonomiespielräume viel höher sind als in zurückliegenden Zeiten. Das darf man ja nicht vergessen. Wir können gerne mal drüber reden, wie die sozialen Lagen im Frühindustrialismus waren oder etwa, ich verkneife mir andere historische Referenzen, wo wir nochmal ganz andere Soziallagen in der Gesellschaft hatten. Aber ich glaube auch, wir müssen sprechen über eine relativ dramatische Form der sozialen Segregation, der sozialen Exklusion, der Ausgrenzung. Ich schrecke vor diesem Begriff neue Klassengesellschaft zurück. Das ist sehr plakativ und ich sehe den Punkt, weil man dann dazu sagen muss, dass das auf sehr unterschiedlichen Ausschlussmechanismen beruht. Cornelia Kopetsch hat es gesagt, die Faktoren sind divers. Und dann ist natürlich das Bild von der Klassengesellschaft missverständlich, denn das historische Bild der Klassengesellschaft war, da gibt es eine Arbeiterklasse und das war erst Agrararbeiterklasse und dann Industriearbeiterklasse, die ist homogen, die hat die gleichen Interessen und so ist es nicht. Aber das ist jetzt, wenn wir da einen Konsens haben, dass diese Klassengesellschaft divers ist, dann kommt es mir aufs Wort nicht an. Das muss man nur thematisieren, weil daraus folgen ganz andere Strategien. Ja, so. Dann ist mir das sehr nah, was Lisa Herzog sagt, dass diese ganze Frage sozusagen der digitalen Transformation der Arbeitsgesellschaft ein wichtiger Punkt ist und dass wir dringend beraten sind, das politisch zu diskutieren und nicht als so eine Naturgewalt zu beobachten. Denn wohin uns diese Digitalisierung treibt und was wir damit anfangen, hängt natürlich ganz stark davon ab, ob eine Gesellschaft in der Lage ist, sich so eine Technologie anzueignen oder ob man quasi im alten There's no alternative Prinzip sagt, ja, so wird die Gesellschaft sein und jetzt verhaltet euch dazu. Das ist, halte ich auch für aus politischer Sicht für ein hochproblematisches Bild, obgleich man auch sagen muss, da jetzt viel drüber nachgedacht, dass es wahrscheinlich bestimmte Dinge gibt, die mit so einer Technologie verbunden sind, die man schon sehen muss. Also ich würde zum Beispiel sagen, natürlich ist es nie die Technologie, Marcuse, die sozusagen die Gesellschaft, also die Technologie selbst, die bestimmte Entwicklungen betreibt, sondern die Technologie ist eigentlich nur das Medium,
in dem sozusagen gesellschaftliche Perspektiven sich realisieren. Trotzdem kann so eine Technologie natürlich wie eine Atombombe oder ein Elektromixer oder was weiß ich, deine Möglichkeiten ganz anders erweitern. Enhancement nennt man das in der Politik und das ist natürlich ein Fakt. Ja, so. Ich will vielleicht abschließend auf einen Punkt raus. Ich glaube, dass diese Frage der sozialen Teilhabe und der sozialen Anerkennung viel weiter diskutiert werden muss, als das in diesem ultra verengten sozialpolitischen Diskurs, wo jeder so seine Routinen hat. Und da ist auch viel einiges wichtig, dass wir da raus müssen. Wir müssen zu der Frage sozialer Teilhabe ganz, ganz andere Fragen mit reinspielen und nach vorne stellen, als ich sozusagen diesen Diskurs erlebe. Und diese Frage, jetzt kommt's, der öffentlichen Räume, und ich bin bei euch, Arbeit ist ein entscheidender öffentlicher Raum, nicht der einzige, es gibt viel mehr, aber einer. Bitte? Deswegen sage ich es ja. Aber eben Arbeit, ihr Lieben, das, ja genau, bezahlte Arbeit und keine prekäre, aber eben nicht keine Arbeit. Und dazu gehört genauso die Frage, wo kommt Gesellschaft zusammen in der Bildung, wo kommt Gesellschaft zusammen vor Ort, in der Kommune. An diesen Fragen wird sich fundamental entscheiden, ob wir eine integrative Gesellschaft haben oder eine desintegrative. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Okay, lasst uns an der Stelle mal weitermachen mit der Frage, was eigentlich grün an den spezifischen Antworten ist, die man darauf geben könnte. Peter Siller hat gerade gesagt, man braucht eigentlich noch viel mehr Diskurs darüber, was so das Soziale ist, was Teilhabe ermöglicht. Ganz kurz das Einsprengsel von mir. Ich glaube auch, als jemand, der das journalistisch beobachtet, dass bei verschiedenen grünen Grundwerten, beim ökologischen, beim feministischen, der Kurs klarer bestimmbar ist und bei der pazifistischen Tradition die Debatte sehr öffentlich, sehr laut, teilweise Bielefeld, der Parteitag der Grünen, sehr vehement ausgetragen wurde, sodass man da auch sich irgendwie die Partei sich gemeinsam weiterentwickelt oder auch abgegrenzt hat oder was auch immer. Beim Sozialen würde ich es ein bisschen anders beschreiben. Da gab es bei den Grünen schon immer ein großes Spektrum und auch sehr unterschiedliche Meinungen dafür, wie relevant das für die Partei ist. Ich bin selber immer wieder erstaunt, wenn Beobachtern gar nicht klar ist, wie groß der Unterschied eigentlich zwischen grüner und sozialdemokratischer Sozialpolitik zum Beispiel ist. Ich finde es eigentlich ganz klar, dass eine Partei mit einer feministischen Tradition zum Beispiel das Thema Rente, Alleinerziehende, Teilzeitstellen und so weiter ganz anders angeht und logischerweise auch zu anderen Antworten kommt. Ich glaube auch, dass eine Partei wie die SPD, die vieles so entlang immer der Tarifautonomie, der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften übersetzt, auch automatisch zu einer ganz anderen Politik kommt und eher an die männlichen Facharbeiter denkt, als es eine grüne Partei tut. Ich glaube, dass die Grünen tendenziell Sozialpolitik eher aus Altruismus, denn aus Egoismus machen. Die haben einfach einen großen Teil von Anhängern, die nicht selber aus so einem Arbeitermilieu kommen, wo es darum geht, eigene Rechte zu erkämpfen, sondern das stellvertretend für andere tun. All das sind große Unterschiede, das springel ich jetzt hier nur mal ein, so die sich in der Tradition grüner Sozialpolitik auch immer sehr unterschiedlich niedergeschlagen haben. In den 90er Jahren hat das Thema Generationengerechtigkeit noch eine sehr große Rolle gespielt bei der Frage, was ist eigentlich grüne Sozialpolitik. Das kommt in letzter Zeit wieder ein bisschen stärker, war man nicht so dominant. Insofern gab es da durchaus sehr unterschiedliche Phasen, aber auch eine sehr klare Vorstellung, was eigentlich grüne Sozialpolitik ist. Es ist sehr unterschiedlich konkret gewesen. Wir haben diesen Wahlkampf gehabt mit den Spitzenkandidaten Trittin, Göring, Eckardt, wo sehr detailliert durchbuchstabiert wurde, wie man eigentlich Verteilungspolitik machen wollen. Dann wurde im Moment ist es wieder ein bisschen allgemeiner und globaler, die Art und Weise. Klar, grüne Oppositionspartei gehen es ein bisschen grundsätzlicher.
an. Also das ist so der Hintergrund, vor dem wir hier diskutieren, vor dem ich gern die Frage an alle drei nochmal stellen würde. Was ist eigentlich nach Ihrer Meinung so das spezifisch Grüne an Teilhabepolitik? Also was könnte da im Zentrum stehen? Das eine, öffentliche Räume, Infrastruktur ist das eine. Manche sagen eigentlich nicht, wir müssen das Geld eher in Transfers stecken, das spüren die Leute mehr. Also so eine Debatte, die geführt wird. Aber auch von diesen ganzen großen Verteilungsteilhabethemen, die so im Raum stehen. Also nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit, aber was ist da für Sie die zentrale grüne Herangehensweise? Genau, also ich würde erstmal auch so wie Elisabeth Nia unterscheiden zwischen einer sozialdemokratischen und einer grünen Aufgabe. Die sozialdemokratische Aufgabe sehe ich darin, wegzugehen von dem Vertretung der sowieso schon privilegierten Arbeitnehmer, nämlich der tarifrechtlich geschützten Arbeitnehmer, die männlich sind und in sehr guten Verträgen oft sind, sondern hinzugehen zu den atypischen, wo eben weitaus mehr Frauen auch sind, und hinzugehen vor allen Dingen zu der Stellschraube Hartz IV, also Hartz IV anzuheben, und damit erheben sich automatisch auch die Löhne an, weil das ist sozusagen die untere Grenze, die möglich ist. Das heißt, und die Care-Debatte zum Beispiel, Pflegeberufe, solche genau, Sachen. Die Pflegeberufe, die ungeschützten, atypischen Verhältnisse, die Minijobs, die Leiharbeit, die praktisch mittlerweile, also wenn man alle atypischen Beschäftigungsverhältnisse, die ja zum Beispiel auch in den akademischen Berufen zum Beispiel die Befristungen, die extremen Befristungen sind, wenn man die zusammennimmt, dann kommt man auf fast 8 Millionen. Und um die müsste man sich kümmern. Und das, was ich aber als grüne Politik sehe, das ist etwas, was die Klasse 1 und 2, also die untere und die obere Mittelschicht betrifft, nämlich die Aufhebung der Segregation durch die Förderung, Peter Siller hat es gesagt, von öffentlichen Infrastrukturen, die tatsächlich eine gemeinsame Teilhabe möglich machen, die also eine soziale Durchmischung, da ist, glaube ich, aus meiner Sicht das A und O ist die soziale Durchmischung, denn diese sorgt dafür, dass die Klassen wieder näher aneinander rücken. Und da wäre als allererstes zu nennen natürlich eine Bildungspolitik, die erstens Schulen besser ausstattet. Also wir sehen, die bauliche Infrastruktur manchmal an Drittweltländer erinnert. Und zweitens auch das Lehrerproblem natürlich und ein Niveau der Schule, sodass eben Akademiker, Eltern ihre Kinder nicht von der Schule, von der öffentlichen Schule in eine private tun, sondern sagen, okay, das ist eine Schule, wo ich sozusagen meine Bildungsansprüche auch repräsentiert sehe. Und das Zweite, was aber, glaube ich, eher wehtut, ist die Frage, wie können wir politischerseits eine soziale Durchmischung des Bildungssystems gewährleisten, die verhindert, dass die privilegierten Eltern aus den öffentlichen Bildungsinstitutionen auswandern. Und da, glaube ich, kann man das nicht individuell, man kann den Akademikereltern nicht verwehren, dass sie das Interesse haben, ihrem Kind die besten Startchancen zu geben und nicht als Motivationsvehikel für die Unterprivilegierten zu dienen. Das kann man den akademischen Eltern nicht vorwerfen. Sie haben ein legitimes Interesse daran, ihren Kindern die beste Bildung zu geben. Und deswegen kann diese Lösung nur durch die Politik erfolgen. Und das Zweite ist die soziale Segregation. Das waren schon zwei Themen, oder? Okay, alles klar, dann höre ich erstmal auf. Okay, Lisa Herzog. Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Ich hatte auch die öffentlichen Schulen hier in meinen Notizen. Vielleicht nochmal ein bisschen sozusagen auf die Metaebene oder ein bisschen zurückgetreten. Was ist hier grün? Und ich denke, eine große Unterscheidung von der Sozialdemokratie ist ja auch, den Wachstumsimperativ zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, ja, muss denn die Wirtschaft immer wachsen, damit dann genug bei den Tarifangestellten ankommt, oder könnte es auch ganz andere Wirtschaftsmodelle geben, die nicht unter diesem Wachstumszwang stehen und die sozusagen ein viel ganzheitlicheres Bild von Wirtschaft und Gesellschaft haben? Das ist eine Frage, die man politisch so eigentlich in keiner anderen Partei findet. Also man kann eigentlich in allen Parteien immer den Wachstumsimperativ doch sehr stark finden. Eine andere Dimension dieser eher ganzheitlichen gesellschaftlichen Perspektive, Arbeit eben als öffentliche Angelegenheit betrachtet, ist auch, dass man die nicht monetären Dimensionen guter Arbeit stärker mitdenken kann. Also eben nicht nur Gerechtigkeit im Sinne von wer bekommt wie viel, sondern auch, was sind eigentlich die konkreten Bedingungen, wie viel Anerkennung gibt es für welche Arten von Arbeit, Stichwort eben auch geschlechtergerechte Arbeitswelt.
wer kann wie stark über die eigenen Arbeitsbedingungen mitbestimmen. Also all diese Dinge, die dann eben auch ein gewisses Erleben von Autonomie in der Arbeitswelt ermöglichen würden. Aber Anerkennung, kann die Politik das gewährleisten oder ist damit auch Geld gemeint, finanzielle Anerkennung zum Beispiel ist für die Pflegekraft gemeint, oder die Erzieherin? Ist auch nicht das Einzige und ich weiß auch nicht, ob die Politik, kann nicht befehlen, dass die Gesellschaft bestimmten Berufen mehr Anerkennung gibt. Das ist mehr ein Plädoyer an unsere Zuhörer, die vielleicht auch Arbeitgeber sind oder irgendjemand beschäftigen oder mit einer Erzieherin zu tun haben. Also es geht mir so um gesellschaftliche Haltung zu guter Arbeit. Ich sag's mal so, alle hier, die wir hier sitzen und wahrscheinlich auch viele hier im Publikum, wir können unsere hochspezialisierten intellektuellen Jobs nur machen, weil andere Leute die anderen Arbeiten machen. Und wir sollten da vielleicht ein bisschen mehr Dankbarkeit und mehr Bewusstsein der eigenen Privilegien und auch Wertschätzung dieser anderen Arbeit gegenüber zeigen. Ja. Du hast gefragt, was so eine grüne Strategie sein könnte oder auch was eine grüne Geschichte ist. Das ist ja unsere Frage. Und das Erste, was mir da natürlich einfällt, ist das, was Robert Habeck gestern sehr stark betont hat, dass wir natürlich nicht eine grüne Geschichte brauchen im Sinne von, was sind wir in unserer kleinen Schublade, sondern was ist die gesellschaftliche Erzählung, die wir als Grüne verstärken oder auch vielleicht ein Stück weit auch konzipieren oder sogar erfinden wollen oder schon erfunden haben. Und deswegen bin ich mit diesen arbeitsteiligen Modellen, die CDU soll sich um das kümmern, die SPD macht das und die Grünen machen das, immer ein bisschen vorsichtig. Natürlich gibt es eine milieubedingte Arbeitsteilung, aber das ist doch jetzt nicht unsere Frage, wer jetzt aus taktischen Gründen was macht, sondern was ist eigentlich der Hebel, um diese soziale Integration zu stärken? Das ist doch die Frage. Und da ist es, was die Grünen anbetrifft, so, also erstmal glaube ich, man muss diese Debatte jetzt mal wieder intensiver führen. Ich finde, ich sage mal ganz ehrlich, in den grünen Milieus, soweit ich das Überblick, gibt es auch Prekariat. So ist es nicht. So ist es nicht. Und das ist eben genau wegen dieser diversen Schichtengesellschaft, weil natürlich, das ist ja nicht nur der DHL-Austräger, das ist ja auch manchmal frage ich mich, ob ich auch so einer geworden wäre, wenn ich nicht noch Jura dazu studiert hätte, die dann, was weiß ich, da sich mit Taxifahren durchschlagen. So. Was mir aber schon, das gebe ich zu, ein bisschen, wo ich mir Gedanken mache, ist, dass solche Milieus, die eher so auf der sichereren Seite sind, dass wie man da eigentlich wirklich seine Verantwortung ernsthaft wahrnimmt für diese exkludierten Gruppen, das finde ich schon. Und dann komme ich weniger zu einer Arbeitsteilung, sondern eher auf ein paar interessante Fragen. Aus meiner Sicht ist es so, dass in der interessanten Linken, ich sage es mal so, zum Beispiel in der Sozialdemokratie, und da bin ich noch gar nicht bei den Grünen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, dieser Gedanke des Genossenschaftlichen, da müssen wir noch gar nicht bei demokratischer, aber das, also der, weißt du, der, und das ist, also ich würde ja sagen, Frühformen des öffentlichen Raums, die gemeinsam gestaltete Schule, der gemeinsam Gesangsverein, um mal, das spielte eine große Rolle, die Gesangs- und Wanderverein, also das Genossenschaftliche spielte eine enorme Rolle. Und jetzt plötzlich reden wir nur noch, ob 50 Euro mehr oder weniger auf dem Konto ist, was auch eine wichtige Frage ist. Ich glaube, dass soziale Anerkennung durchaus was mit Entlohnung zu tun hat. Aber dieser Punkt ist ja irgendwie verloren gegangen, des öffentlichen Raums. So. Und bei den Grünen, jetzt komme ich zu uns, spielte das ja auch eine enorme Rolle. Gerade in der Gründerzeit, da hinten sitzt Lukas Beckmann, was mich sehr freut, der könnte ein Co-Referat halten, was das für eine Idee war. Das war ja nicht diese individualistische Idee, jetzt macht jeder mal irgendwie seine Ich-AG, ja? Sondern das war eine Idee schon, also ich sage es jetzt mal in meinen Worten, von öffentlichem Raum, von öffentlicher Kooperation. Das ist so. Und
Und dann würde ich ehrlich gesagt aber jetzt doch als jemand, der diese in dem Sinn Klassenfrage schon sehr umtreibt, das Rad fast noch ein bisschen weiter treiben. Ich meine, mein Gedanke zu diesem sogenannten, mein Gedanke zu diesem schlecht entlohnten und übrigens auch physisch extrem belasteten Dienstleistungsjob ist, wie kommen wir eigentlich auf die Idee, da so runter zu gucken? Ich meine, die schleppen unsere Möbel rum, die haben den ganzen Tag unsere schreienden Kinder und verdienen nichts. Die quälen sich mit unseren Kindern in der Schule rum und kriegen einen Nervenzusammenbruch, weil sie schlecht ausgestattet sind. Und dann sagen wir, ja, danke, dass wir toll kreativ, dieses ganze Kreativparadigma haut doch überhaupt nicht hin. Sondern was wir doch brauchen, ist ein holistisches Leben, in dem man eben selber ab und zu mal ein Klo putzt, selber auch mal seine Möbel schleppt und dann eben auch als Angler und Schriftsteller und Denker aktiv sein kann, der frühe Marx. Ja? Versteht ihr? Also insofern, da liegt schon echt eine weite Strecke vor uns, um diese integrative Gesellschaft herzustellen, und das betrifft harte politische Fragen jenseits der Individualsozialtransfers. Und weil ich gerade im Flow bin, Elisabeth, ich meine, das Problem scheint mir jetzt mal psychologisch eigentlich Folgendes zu sein: eine abstiegsverängstigte Mittelschicht. Das ist jetzt eher vielleicht dieses obere Drittel, was Kovacs skizziert hat. Ob jetzt zu Recht verunsichert oder vielleicht auch mal gar nicht so zu Recht verunsichert, sondern eher, jetzt kommt mir mal keiner zu nah, ich will hier meine Privilegien behalten. Ich meine, natürlich gibt es in so einer Situation auch eine große Angst vor diesem öffentlichen Raum. Man will da ja gar nicht rein, man will ja die anderen gar nicht sehen. Man will ja gar nicht damit zu tun haben, das sehen wir in der Schule. Es gibt aber auch in der Unterschicht wahnsinnige Ängste. Ich kenne es von meiner Mutter, die hat 7 Jahre, war die in der Schule, dann hat die nur noch in der Fabrik gearbeitet, in der Knopffabrik, und sagt dann ganz lang, ja, das ist gut, dass ich kein Abitur gemacht habe, das ist gut, dass ich diesen Abschluss nicht, dass ich nicht so lange auf der Schule war, weil man Angst hat vor dieser anderen Gesellschaft, fällt mir schon die Brille runter. Und das ist nicht nur die Abwehr von oben, das ist auch die Angst von unten, in diesen öffentlichen Raum reinzugehen, der auch immer ein konflikthafter Raum ist. Nur Integration gibt es nur durch Konflikt und Streit, das gibt es nicht dadurch, dass man sich aus dem Weg geht, soziale Integration. Und deswegen müssen wir daran hart arbeiten, wirklich. Okay, in der nächsten Runde... In der nächsten Runde vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, was öffentlicher Raum ist, weil es geht ja nicht um Stadtplanung. Ich glaube, das ist so ein Missverständnis, dass es auch Jugendzentren, was weiß ich, aber es ist, glaube ich, ja noch mehr gemeint. Das machen wir aber nicht jetzt, damit jetzt Frau Kopitsch noch mal wieder dran kommt. Ich möchte nämlich gern von Ihnen noch wissen, wenn wir jetzt über diese Drittelung sprechen und die Frage, was sind die Angebote für Menschen, die in prekären Jobs arbeiten, außer Wertschätzung, Anerkennung und Bezahlung und der Möglichkeit, über öffentliche Räume anders zu partizipieren und selber zu entscheiden, wollte ich Sie noch mal fragen, weil Sie sich so viel mit auch Familienverhältnissen, Geschlechterdebatten und so weiter beschäftigt haben. Wir wissen ja, dass es eigentlich 2 Treiber gab, international und auch also in Deutschland, Agenda 2010-Debatte und so weiter, aber auch international, jemand wie Barbara Ehrenreich hat das immer wieder beschrieben, 2 Treiber eigentlich gab für diese Aufteilung des Arbeitsmarktes. Also neben Sozialreformen, die in vielen Industrieländern und Arbeitsmarktreformen, die stattgefunden haben, hat es eben auch viel mit einer anderen Arbeitsteilung in der Familie, steigender Erwerbstätigkeit von Frauen und so weiter zu tun, sprich die Akademikerin, die Fulltime arbeitet und ihre Kinder nicht betreut, stellt jemand an, der möglicherweise schlechter bezahlt ist, unter schlechteren Arbeitsbedingungen arbeitet, oder um es nicht nur an den Frauen hängen zu lassen, die Eltern tun das gemeinsam. Also wie weit teilen Sie diese Einschätzung, dass es auch ein Kollateralschaden der Emanzipationsbewegung ist, und was ist dann eine angemessene Antwort darauf, wenn man das eine
beheben will, also diese Prekarisierung, diesen ja, unterschätzten in jeder Hinsicht Care-Bereich, ohne gleichzeitig das andere aufgeben zu wollen? Ja, also es ist eine komplexe Frage, weil sie jetzt ein bisschen in die Richtung geht, als ob jetzt die Frauen Erwerbsarbeit im akademischen Segment verantwortlich wäre für die Ausbeutung der anderen Frauen. In der Tat, da ist eine Polarisierung, die ist ganz klar. Die hat sogar eine transnationale Dimension, weil es oft ja Leute aus weniger, also aus sogenannten Niedriglohnländern sind, die praktisch dann die Rolle des Au-pair-Frauen oder der Pflege- und Care-Arbeiterin übernehmen, sodass man also sagen kann, eher kommt es zu einer transnationalen Wanderung als zu einer Umverteilung von Hausarbeit und Care-Arbeit im Geschlechterverhältnis. Daran könnte man ja auch noch mal denken. Man könnte ja mal überlegen, warum ist das so ein ehernes Gesetz, dass partnerschaftliche Arbeitsteilung in Deutschland, also wie auch in anderen westlichen Ländern, aber da noch ein bisschen eher als hier, nicht funktioniert. Also das wäre dann auch ein Plädoyer für eine andere Arbeitszeitpolitik, eine andere Verteilung von Arbeit in der Familie, sowas? Das wäre zumindest eine Idee, die sich allerdings aus strukturellen Gründen vermutlich nicht in Form einer Arbeitszeitpolitik umschlagen lässt, weil es tatsächlich eher umgekehrt ist. Wir haben gerade in den sogenannten Wissensökonomien, also das sind ja die Segmente der akademischen Berufe, eine unglaubliche Tendenz, immer größere Arbeitsstunden auszufüllen. Also wir haben immer mehr Arbeitszeit, die eigentlich von den Hochqualifizierten erledigt wird, eine immer stärkere Konzentration, so dass man also, dass es völlig illusorisch ist, dass gerade in den qualifizierten Tätigkeiten dort irgendwelche Umverteilungen von Arbeitszeit stattfinden. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen zu 80% kinderlos sind, oftmals auch geschieden oder erst gar nicht verheiratet, sodass man da sieht, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist definitiv nicht gegeben. Und daran hat sich trotz aller politischen Stellschrauben, die man versucht daran zu ziehen in Form von Kinderbetreuung, das ist ja auch alles sehr löblich, hat sich aber genau daran erwiesen, dass es nicht möglich ist aufgrund der langen Arbeitsstunden. Das Zweite, was ich vielleicht noch sagen darf, wenn ich noch was sagen darf, ist, ich würde, was diese schlecht entlohnten Tätigkeiten anbelangt, von DHL-Arbeitern und so weiter, die ja jetzt öfter schon aufgetaucht sind, Peter Siller nicht recht geben. Es geht aus meiner Sicht nicht nur um den Lohn dabei, sondern es geht darum, dass wir keine Existenzsicherung mehr haben. Es sind keine sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die also über Renten, über eine regulierte Gesundheitsvorsorge, über Absicherung im Krankheitsfall etc. verfügen. Und wenn man etwas tun müsste auf der Ebene der Sozialpolitik, dann müsste man hier erstmal eine Grundversorgung, eine Grundsicherung schaffen, die weit über das Monetäre und die Entlohnung hinausgeht. Das heißt, höhere Hartz-IV-Regelsätze oder eine Grundsicherung im Alter, solche Sachen? Nein, einfach eine atypische Verhältnisse reduzieren zugunsten der Normalbeschäftigten. Also wir haben eine konstante Ausweitung von Minijobs. Das sind zum Beispiel diese 60-Stunden-Tätigkeit, die man macht, wenn man jetzt mal als Frau, meistens sind es ja Frauen, die das machen, das darf man nicht vergessen, oder Teilzeitbeschäftigungen für Frauen, für verheiratete Frauen, die dann am Ende aber keine Rentenansprüche generieren. Oder eben Befristungen, wo, also ich sehe das ja im eigenen Haus, auch die akademische Welt ist ja voller Befristungen, die Leute haben Angst. Und diese Angst wird verhindern, dass sich irgendwelche Teilhabegedanken, die demokratisch sind, ausbreiten. Und ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Stellschraube auch für ein angstfreies Miteinander ist, dass man die Leute erstmal weg von diesem, ich muss den nächsten Arbeitsvertrag, ich habe 2 Jahre auf einem Projekt, jetzt muss ich schnell gucken, wo ich mir das nächste, das ist ein unglaublicher Konformitätsdruck. Okay, Thema, kann ich als Sozialpolitik-Berichterstatterin ehemalige Aussagen, Minijobs, sagt einem jeder Politiker, müssen wir eigentlich was machen, ist aber, weil so viele betroffen sind, unheimlich schwer, das anzugehen und dafür Mehrheiten zu bekommen. Deswegen gut, dass das hier nochmal angesprochen wird. Frau Herzog, ich würde mich hier einen brutalen Exkurs kurz trauen. Wir laufen nämlich auf die Schlussrunde zu und angesichts der knappen Zeit, wir reden ja eigentlich nicht nur über Arbeit und Teilhabe, sondern auch über Kapital. Und bei der Frage, wo kommt eigentlich das Geld her, dass wir möglicherweise dann, also Politik entscheidet, zum Beispiel Leuten, die wenig verdienen oder in schlechten Arbeitsbedingungen sind oder schlecht bezahlt werden als Erzieherin, nähert man sich ja auch der Frage, wo sind eigentlich diejenigen, die man besteuern kann, die sich dem entziehen. Sie haben darüber auch gearbeitet, über diese Frage, wie geht man eigentlich mit Kapital in Zeiten von Digitalisierung um, wo man nicht mehr
Eigentum klassischerweise hat, sondern Eigentum, das sich entzieht, das multinational ist, das geteilt wird. Mögen Sie uns dazu noch mal was sagen, was da eine grüne Antwort sein könnte? Also nicht nur auf die Frage, wie geht man mit Arbeit um, sondern auch mit dem anderen Pol. Okay, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Wenn Sie es knapp machen, beides klar. Okay, also zum Kapital. Also das ist nicht mal nur eine grüne Sache, das ist einfach eine Sache der demokratischen Staaten. Wieso schließen sich die OECD-Staaten oder auf welcher Ebene auch immer nicht stärker zusammen, um internationale Kapitalflucht zu bekämpfen? Ich verstehe es nicht, außer die Kapitalisten haben halt wirklich schon so viel Einfluss. Also ich meine, es gab die Panama Papers, es gab diese ganzen anderen Papers, es gibt Vorschläge, die auf dem Tisch liegen und es passiert einfach nichts. Und ich, also es wird offenbar von wie sage ich, die politische Kaste, also wieso passiert es nicht, wenn eigentlich alle wissen, wir bräuchten dieses Geld für die öffentliche Infrastruktur, für die Schulen, um bestimmte antisoziale Aufgaben besser zu bezahlen und so weiter. Also da ist eine massive Schieflage. Die Diagnose ist eigentlich klar, das ist ein internationales Abstimmungsproblem. Es gibt diese Steueroasen, sonst wie... Ich wollte ehrlich gesagt auf was anderes hinaus, weil ich dann glaube, müssen Sie selber sagen. Das Problem der... Genau, ich bin ja hier fürs Fragen zuständig. Die Großkonzerne. Das ist immer das Blöde am Moderieren. Ja, ich halte mich auch nie völlig dran, aber jetzt doch. Und zwar das Thema von international agierenden Konzernen, die sich der Besteuerung beziehen, ist ein großes, aber auch nicht neu. Und ich wollte ein bisschen darauf hinaus, so habe ich Sie zumindest verstanden, dass Sie in Ihrem Digitalisierungsbuch sich auch damit beschäftigt haben, was ändert sich eigentlich, wenn Eigentum nicht mehr so definiert ist wie klassischerweise. Also wenn Eigentum Daten sind, wenn Eigentum geteilt wird, wenn Besitz anders... Trotzdem muss man diejenigen besteuern, die damit Geld verdienen. Also das sehe ich gar keine so große strukturelle Änderung. Aber darf ich noch kurz einen anderen Punkt machen? Sie haben nämlich vorhin die Frage gestellt, was kann man denjenigen in diesem unteren Drittel außer Geld und Anerkennung bieten. Und ich glaube, da gibt es eine politische, sehr konkrete Agenda, die man verfolgen könnte. Wir haben im Moment so eine, ein Kollege hat das mal Flaschenhalsgesellschaft genannt. Also es gibt ganz viele Punkte im Leben, da sind so Pfadabhängigkeiten, entweder es geht aufwärts oder es geht nicht aufwärts und dann steckt man in einer bestimmten Schiene. Und diese ganzen Schließungsprozesse verhindern, dass Leute später im Leben wieder woanders hingehen könnten. Und ich meine, das ist eine Sache auch sehr stark der Bildungspolitik. Es gibt all diese Vorschläge, Bildungskredite später, Weiterbildungsmöglichkeiten. Mhm. Wenn ich weiß, dieser DHL-Fahrer, der könnte später mal mein Kollege werden, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen anders auf den Blicken mit dem umgehen. Also diese Sache, dass sich früh im Leben schon entscheidet, wo es hingeht und das so vollkommen unausweichlich scheint, Klassengesellschaft suggeriert, da gibt es keine Auswege. Aber ich weiß nicht, ob wir die Vorschläge, die da sind, schon hinreichend ausprobiert haben, um zu sagen, das ist unvermeidlich oder ob man nicht politisch da eben mit Weiterbildungsmöglichkeiten, mit eben sozialer Absicherung, die dann auch erlaubt, sich mal vielleicht umzuorientieren, sonst wir da nicht noch viel mehr Möglichkeiten hätten und auch brauchen werden, weil durch die digitale Revolution, wie auch immer, natürlich die Umbrüche in den Arbeitsbiografien der Einzelnen auch noch wahrscheinlicher werden. Das heißt, diese Vorstellung, man macht Schule und dann Uni und dann hat man einen Beruf ein Leben lang. Das wird wahrscheinlich eh nicht mehr die Mehrheit sein. Wieso schaffen wir es nicht, dann auch mehr Flexibilität, mehr Chancengleichheit übers ganze Leben hinweg zu denken und politisch umzusetzen? Chancengleichheit wird immer so als Frage von Schule und vielleicht noch Studium, Ausbildung gesehen. Aber das ist ja eine lebenslange Frage. Ich glaube, es ist auch kein... Ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass Sie als jemand, der international viel unterwegs war und als Frau das sagen, weil das ist mein Eindruck, dass Frauen diese Etappen in einem Lebenslauf, wo man öfter nochmal was Neues anfängt, sowieso viel stärker mitdenken, weil Frauenbiografien immer viel stärker so gewesen sind und damit auch Neuanfang in der zweiten Lebenshälfte, lebenslanges Lernen, auch ein feministisches Thema vielleicht ein bisschen ist und sowieso in den Vereinigten Staaten, in anderen Nationen anders gedacht wird als bei uns. Und ein Mini-Kommentar von mir, ich finde das Thema lebenslanges Lernen, Weiterbildung insgesamt, aber auch bei den Grünen, ziemlich unterbelichtet. Die Bertelsmann Stiftung hat gerade diese Woche festgestellt, dass weniger nicht mehr Geld ausgegeben wird. Ja. Wir haben gerade eine Riesenkonferenz nur dazu gemacht, vor einer Woche, aber egal.
Okay, meine Erfahrung ist eigentlich, dass die Rentenpolitiker und die Bildungspolitiker, dass die Grünen da manchmal ein bisschen versäult agieren. Dass die Rentenpolitiker, die sich mit Rente ab 70 beschäftigen und das lebenslange Lernen fordern, aber sich nicht mit den Instrumenten beschäftigen. Und dass die Bildungspolitiker ganz viel über Instrumente reden, aber eigentlich diesen großen Hintergrund, dass das eine der großen sozialen Fragen ist, die man im Zusammenhang mit Teilhabe und Gerechtigkeit stellen muss. Ob vielleicht lebenslanges Lernen auch eine Antwort auf ein Demografieproblem sein kann und diejenigen, die fit sind, länger arbeiten, ist, glaube ich, trotz Kongressen auch noch viel Arbeit und Debatte zu tun. Ich würde dich bitten, noch mal kurz was zum Thema Infrastruktur und öffentlicher Raum zu sagen, einfach nur für diejenigen, die das vielleicht nicht sofort drauf haben, was alles darunter fällt. Also deine Frage war ja, was gibt's noch außer Einkommen und Anerkennung im Sinne von gut gemacht, kriegst einen Orden. Und ehrlich gesagt, das ist erstmal, der scheint mir der entscheidende Punkt. Es geht um die Teilhabe an den entscheidenden öffentlichen Gütern, die ich für ein Leben in Autonomie, in Selbstbestimmung brauche. Das klingt jetzt vielleicht wieder banal, deswegen wundert mich das auch, dass das alles sofort immer auf Geld gedacht wird, obwohl das eine ganz wichtige Rolle spielt. Das bestreite ich gar nicht und ist klar, das geht nicht nur um Einkommen, es geht um soziale Sicherung. Es gibt von Tokotronic den fantastischen Slogan, keine Angst für niemand. Und ich glaube, das kann man schon so sagen. Man kann sich als autonomes Wesen auch in der Arbeitswelt nur sicher bewegen oder zumindest einigermaßen sicher, wenn man nicht ständig Angst hat, abzustürzen. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eine angstfreie Grundsicherung, die sich aber trotzdem klar macht, die Arbeitswelt, das hatten wir, ist ein entscheidender Integrationsfaktor. Ich glaube, dass diese Frage des öffentlichen Raums, so wie ich das nennen würde, als entscheidende Orte, an denen die Teilhabe an diesen öffentlichen Gütern stattfindet, eigentlich jetzt noch mal relativ am Anfang steht, weil es ganz viele Fragen aufwirft. Was mich gerade fasziniert, wir machen ja in der Böll-Stiftung da jetzt auch ein sehr tiefes Projekt dazu, wen es interessiert, wir fangen jetzt seit einem halben Jahr damit an, uns da sehr intensiv dazu mit zu befassen, auch Ole Meinefeld, ist, dass diese Frage des öffentlichen Raums halt eine Frage ist, die auf verschiedene Felder führt. Bildungseinrichtungen als öffentlicher Raum, ist ganz, ganz spannend, wenn man sich mal drauf einlässt. Meint Bildung als öffentlicher Raum immer staatlicher Raum, also staatliche Schulen? I'm not sure. Es gibt ganz, ganz viele genossenschaftliche Träger, gemeinnützige Träger von öffentlichem Raum, die nicht staatlich sind. Das muss man sich klar machen. Und da scheint mir eher ein anderer Punkt ganz spannend, weil die ja alle öffentliches Geld verausgaben. Da sind wir übrigens auch bei der Care-Ökonomie, die ja wahnsinnig wichtig ist, Sorge. Das ist meine Hoffnung an die digitale Gesellschaft, wenn ich mal kurz utopisch werden darf, dass wir uns viel mehr Zeit haben für soziale Zuwendung, für Liebe in gewisser Weise, weil die Roboter den Scheiß machen, die Möbel hochtragen und wir uns mal ein bisschen länger in die Augen schauen können. Ja? So. Aber das Finale ist super, glaube ich. Aber das führt ja auf eine spannende Frage, nämlich ob eigentlich, nur mal als eine Frage, ob eigentlich diese öffentlichen gemeinnützigen Träger, die nicht stattfinden, das finde ich unter Umständen gar nicht schlecht, eigentlich die Kriterien erfüllen, die wir an einen öffentlichen Raum anlegen. Ja, ist das jetzt eigentlich sozusagen eine öffentlich finanzierte, also ich lege Wert darauf, dass meine Kinder in eine staatliche Schule gehen, so ist es nicht, aber ist es eigentlich so, dass da wirklich sowas wie Öffentlichkeit stattfindet oder ist es halt die Privatschule, wo keiner reinkommt, der nicht schon aus dieser gehobenen Bildungsschicht kommt? Das ist ja die spannende Frage. Und Öffentlichkeit, Elisabeth, heißt, dieser Begriff der Öffentlichkeit ist schillernd, da gibt es die unterschiedlichsten theoretischen Interpretationen und so weiter. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, genau. Öffentlichkeit im Kern heißt für mich, und das habe ich bei den anderen auch rausgehört, erstmal,
dass sich die Unterschiedlichen begegnen. Und zwar eben auch die sozial Unterschiedlichen. Und dass das ein Ansatz ist, um diese, ich würde sagen, soziale Exklusion, diese Schichtengesellschaft, Cornelia Kopitsch würde sagen, Klassengesellschaft, aufzusprengen oder zumindest zu transformieren. Okay, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, würde ich jetzt noch mal in die Runde fragen, wie weit das auch ein Thema für Ostdeutschland ist, da solche öffentlichen Räume zu schaffen. Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Mit Blick auf die Uhr würde ich Ihnen jetzt gerne Gelegenheit geben. Wir haben gesagt, wir können ein bisschen überziehen. Vorher das vereinbart, fragen oder, das ist ausdrücklich auch erwünscht, einfach nur ein kurzes, knappes Statement zu geben, aber bitte alles mit der Bedingung, sich kurz zu halten, weil wir sonst ein Zeitproblem kriegen. Ich weiß gar nicht, es gibt Mikrofone, eins sehe ich da vorne, vielleicht fangen wir dann bei dem Herr, der sich ganz früh schon gemeldet hat, da an. Okay. Genau, deswegen müsste eigentlich eine Frau anfangen, aber vielleicht kriegen wir das ja gleich gedreht. Wolfgang Strengmann-Kuhn, arbeitsmarktpolitischer Sprecher in der Grünen Bundestagsfraktion. Kurzes Statement kriege ich nicht hin, deswegen mache ich eine Frage, und zwar eine selbstkritische Frage an Peter. Wir beide waren ja in einer Kommission, die sich 2 Jahre damit beschäftigt hat, was ist eigentlich die grüne Idee des Sozialen. Ich fand, wir haben da eine tolles Ergebnis gehabt, wo fast alle Sozialpolitiker aus der Partei mit dabei waren. Die selbstkritische Frage ist, warum ist es nicht gelungen, auch uns beiden nicht und den vielen anderen, die damit beteiligt waren, diese Idee, von der du vorhin auch viel erzählt hast, von Freiheit, Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe, sozialer Anerkennung, diese linksliberale soziale Idee der Grünen, schon in der Partei nicht überall hinzukriegen, auch in wichtige Teile dieser Partei nicht hinzukriegen und schon gar nicht in die Öffentlichkeit. Das hat sich in der letzten Zeit ein kleines bisschen verbessert, aber finde noch viel zu wenig. Also was müssen wir eigentlich tun, damit diese grüne Erzählung, die es eigentlich schon gibt, oder zumindest wichtige Bausteine, noch ein bisschen stärker außerhalb der internen Kreise tatsächlich in die Köpfe kriegen. Können Sie noch mal ganz kurz und knapp sagen, wo man das findet, für diejenigen, die es nach dieser Runde gerne sofort nachlesen wollen? Das ist ja vielleicht schon mal ein Problem. man muss ein bisschen suchen. Also ich mache das immer so, dass ich in eine Suchmaschine eingebe, alle inklusive Grüne. Und dann kommt man auf die entsprechende Seite, wo man alle Links hat zu den entsprechenden Materialien. Okay, ich liebe das, wenn Panels also, solche praktischen Konsequenzen haben. Also jetzt alle inklusive Grüne und dann findet man es. Mitschreiben. Okay, das machen wir gleich. Jetzt ist erst Frau Göhler dran. Ja, Adrienne Göhler, ich gehöre zu denjenigen, die sich noch daran erinnern, dass im ersten Parteiprogramm der Grünen das Grundeinkommen stand. Insofern ist es keine neue Idee, sondern eine alte. Und wenn ich mit Robert Habeck mich zusammensetze, dann denke ich, könnte man ja vielleicht da wieder dran anknüpfen. Das wäre das eine. Das zweite ist, dass ich wirklich darauf insistiere, dass wir, wenn wir über Arbeit sprechen, über Erwerbsarbeit und unbezahlte Arbeit reden. Ich gebe Ihnen eine Zahl. 2013 gab es 56 Milliarden bezahlte Arbeitsstunden und 96 Milliarden unbezahlte Arbeitsstunden. Man braucht sich nicht überlegen, welches Geschlecht die Unbezahlten gemacht hat. Deswegen zu sagen, wir verherrlichen diese Arbeit und wir sollten uns schöner absichern. Ich finde, das ist alles tempi passati. Tut mir leid. Und was wir müssen über andere Formen nachdenken. Und das Grundeinkommen im Jahre 2018 immer noch mit Arbeitsverbot oder Nicht-Arbeit gleichgesetzt wird, das finde ich einfach mittlerweile intellektuell ein bisschen sage ich mal, erweiterungsbedürftig und wollte noch mal sehr stark machen, weil das ist das Feld, in dem ich eher arbeite. 70% der gesamten kreativen Klassenanhängerinnen oder die, wo man sagt, die würden in der kreativen Klasse arbeiten, arbeiten prekär. Also wir sollten dringend uns daran erinnern, auch wenn wir vielleicht Grundeinkommen befürchten, dass das mit der sozialen Isolation zusammenzuführen oder zur sozialen Isolation führen würde, dass die Grünen
die Partei sind, die sehr stark auf soziale Bewegungen, auf BIs, kennt ihr noch das Begriff? BI war früher mal so ein Wort, was wir benutzt haben, bevor wir über NGOs gesprochen haben. Also wir haben eigentlich genügend Dinge zu tun in der Welt, und die grüne Erzählung müsste eine sein, die die feministische, die ökologische, die nachhaltige und die soziale zusammenbringt. Das war mal die Idee. Danke. Guten Tag, mein Name ist Martin Cisilski. Ich hatte das Vergnügen, für deutsche und amerikanische Banken zu arbeiten. Und ach, das ist ja. Tut nichts zur Sache. Nur um so ein kleines Framing vorzunehmen, weil ja öfter auch Kapital angesprochen wurde. Technologie vielleicht vorab, würde ich sagen, ist nicht neutral, weil sie auch ganz stark davon abhängt, von welchen Mitteln sie sozusagen finanziert wird. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, was ich finde zu kurz kommt. Technologie kriegt man dann unter Kontrolle, wenn man sich dem Kapital sozusagen widmet, was hinten reinfließt nach bestimmten Kriterien. Ansonsten braucht man vorne gar nicht erst irgendwie DSGVO oder irgendwas in Angriff nehmen. Und darauf anbindend würde ich gerne eine Frage stellen. Und zwar hatte Lisa Herzog ja vorhin von Machtverschiebung gesprochen. Und ich glaube, das ist natürlich ein ganz zentrales Moment. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollten Mächtige Macht abgeben wollen? Punkt 1. Unter welchen Bedingungen auch überhaupt? Und dann damit einhergehend die Frage, warum wird gerade aktuell so viel versucht, auch Macht zu akkumulieren oder mehr Macht zuzunehmen? Ich finde, da hat der Bruno Latour was Schönes geschrieben in seinem aktuellen terroristischen Manifest, wo er sagt, dass schon in den 80er Jahren diese Abkopplung begonnen hat, dass die Eliten gesehen haben, Klimawandel tritt ein, wir müssen so viel wie möglich uns rausziehen, um sozusagen hier wegzukommen. Das heißt also, die Angstbekämpfung muss nicht nur unten stattfinden, sondern auch da oben. Da oben herrscht auch eine ganz große Angst. Und wenn die weiterhin Angst haben, dann haben die einfach Instrumente und können sich so viel rausziehen, da können wir uns über andere Sachen, können wir einen Haken dran setzen. Also die Frage ist, wie schafft man es, dass die Eliten angstfreier werden? Es gibt grüne Projekte, über die, muss ich zugeben, ich bisher noch nie nachgedacht habe. Jetzt ist wieder. Aber guter Punkt. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer Frau. Hat sich jemand, eine Frau, zu Wort gemeldet? Da vorne, bitte sehr. Mein Name ist Regina Stralka. Ich habe diese Woche per Livestream ein Mikro ein bisschen dichter. Per Livestream gehört eine E-Health-Konferenz. Da geht es ganz klar darum, was machen die Pharmafirmen, was machen die Kassen. Die Hierarchie geht von oben nach unten. Der Diabetespatient zum Beispiel, der wird dann kontrolliert und irgendwann kann der seine Daten verwalten, aber nicht mehr nach oben. Das heißt, diese Pyramide ist für mich ganz entscheidend. Das zweite, China 2025, Social Scoring. Der zweite Kongress in Berlin auch, diese Woche, auch per Livestream natürlich, die Weltkonferenz der Marktforscher. Google präsentiert die neuen Stufen der Cyberisierung. Ich finde, dass die Diskussion hier verspätet ist, weil Technologie ist nicht mehr ein Mittel, sondern Technologie ist das Leben. Und insofern würde ich die Fragen halt später ansetzen und mich dem Vorsprecher da anschließen, was Kapital, wo fließt das rein und wo ist die Macht? Okay, ich kriege hier gerade einen Regiehinweis, dass wir doch so weit über die Zeit sind, dass wir jetzt hier eine superschnelle Schlussrunde machen. Aber da Sie alle ja hier noch einen ganzen Tag mit diversen Foren und Fortsetzungen vor sich haben, gibt es, glaube ich, noch eine Menge Gelegenheit, die angerissenen Themen auszudiskutieren. Und klar, kam eine Menge zu kurz und über das Grundeinkommen könnte man eine Stunde mindestens diskutieren, aber wir haben heute hier auch einen sehr breiten Ansatz. Deswegen Einladung an meine drei Diskutanten hier, sich vielleicht das, was sie am ehesten beantworten können oder mögen, zu beantworten hier. Wollen Sie anfangen, Frau Herzog? Okay, ganz kurz zwei Punkte. Zum einen, bei Grundeinkommen ist ja im Moment immer diese Unschärfe, da geht es um 500 Euro für alle pauschal aufs Konto. Das vertreten inzwischen auch einige Tech-Firmen aus den USA und da wäre ich höchst skeptisch. Die andere Sache ist, ein besseres soziales Netz mit mehr Möglichkeiten, auch zum Beispiel freiwillig aus dem Job mal rauszugehen und trotzdem abgesichert zu sein, da wäre ich voll und ganz dafür. Aber also da muss man, glaube ich, im Moment in der Debatte hinschauen. Die Experimente laufen oft raus auf die Frage, können wir irgendwie allen in der Bevölkerung eine bestimmte Summe geben?
Da habe ich große Zweifel. Aber das am Rande, die Machtfrage. Ich glaube, die Eliten haben zu wenig Angst. Die haben viel zu wenig Angst davor, dass die Gesellschaft endlich mal durchschaut, wo im Moment eigentlich Macht, ja, also wie Macht ausgeübt wird, wie das auf der internationalen Ebene läuft. Der Grund dafür, dass die sich irgendwie Inseln kaufen, ist ja unter anderem Klimawandel, aber wohl auch, dass man irgendwie doch so ein Gefühl hat, es könnte sein, dass irgendwann, wie hieß es in diesem einen Artikel von einem New Yorker Banker, die mit den Mistgabeln kommen. Tatsächlich gab es historisch Phasen, wo die Angst vor den Mistgabeln der Massen dazu geführt hat, dass die soziale Schere nicht so weit aufging und das gewisse Zugeständnis, also wurde als Zugeständnisse beschrieben, gab. Ich denke, die Machtfrage muss viel akuter gestellt werden. Die Eliten sind angstfrei. Die denken, sie können sich alles erlauben, sie sind abgesichert. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, die ich nicht habe, würde ich sagen, wir müssen wieder über die Eigentumssicherung, die der Staat diesen Eliten gewährt, nachdenken. Vielleicht wäre das die entscheidende Stellschraube, um diese Angst zu erzeugen. Eigentumssicherung heißt denn sowas wie Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, solche Themen? Nur ganz knapp zum Verständnis? Oder? Also der Staat sichert ja durch seine gesamte rechtliche, sicherheitstechnische Infrastruktur die Eigentumsverhältnisse dieser Herrschaften an der Spitze. Und also Vermögenssteuer ist sowieso, also wieso müssen wir das überhaupt noch diskutieren? Nein, ich wollte nur verstehen. Achso, okay. Ja. Aber also Piketty meinte ja unter anderem, eine Möglichkeit wäre einfach massive Inflation, die eben denjenigen, die monetäre Werte hat, das Problem ist, Grundeigentum fällt da nicht drunter. Aber also darüber müssen wir nachdenken. Wie schade, dass wir an dieser Stelle aufhören müssen. Da gäbe es viel zu sagen dazu. Jetzt ist Peter Sillam auch mit einem super knappen Statement bitte dran. Also ich will noch mal zwei Punkte aufgreifen. Wolfgang Ströngmann-Kuhn sprach so tatsächlich mal so einen Prozess an bei den grünen Wege aus der auseinanderfallenden Gesellschaft, heißt das Papier. Das könnt ihr mal, ich hätte googeln, da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Also das könnt ihr mal nachschlagen, wo immer ihr das macht. Und die Frage war ja, warum sind wir immer noch eher am Anfang der Diskussion? Ich sage es mal positiv. Also mein Eindruck ist, wirklich jetzt mal auf den Punkt, ich glaube, dass diese Debatte, diese Frage sozialer Teilhabe viel zu eng diskutiert wird auf diese sozialen Sicherungsfragen, die wichtig sind. Aber das ist eben, die wichtig sind und diese anderen Fragen, die wir hier diskutiert haben, mal mit ins Zentrum dieser Wege aus der Auseinanderfallen zu holen. Da muss man, glaube ich, eine kritische Masse schaffen. Die Machtfrage, also ehrlich gesagt, mir ist es ziemlich egal, ob die Angst haben oder nicht. Mir ist wichtig, dass sich das Primat der Demokratie und der Politik da durchsetzt. Aber wie? Und dafür vielleicht nochmal drei ganz realpolitische Ansätze. Warum nicht mal wieder klassische Ordnungspolitik? Fairer Wettbewerb, Facebook und Google mal zurechtstutzen oder zu zerschlagen, um einfach so. Zweitens, das Thema, wie besteuern wir Kapital im Zuge der Automatisierung. Ich meine, was ist Digitalisierung? Das ist Automatisierung. Da gibt es eine lange grüne Debatte. André Gorz hat es als Maschinensteuer schon in den 70er Jahren konzipiert. Vielleicht ist es aber am Ende dann doch die schlichte Vermögenssteuer, die halt aus dieser Kapitalakkumulation resultiert. So. Sehr gut, man muss ja nicht da besteuern, wo es interessant ist. Letzter Punkt. Ich würde schon sagen, klar, Adrian Göller hat völlig recht. Es gibt sehr viel unbezahlte, wichtige Tätigkeit, das wird es auch immer geben. Aber dann gibt es nämlich noch einen anderen Punkt, dass nämlich wichtige Tätigkeit, zum Beispiel im Sorgebereich, anständig entlohnt wird. So, und deswegen, die sinnhafte Tätigkeit wird uns nicht ausgehen in dieser Gesellschaft. Was wir brauchen, ist damit einen Umgang in einer neuen Arbeitsgesellschaft. Vielen Dank. Frau Kopitsch. Ja, ich kann mich einfach nur den Rednern, die über Macht reden, anschließen und sagen, es gibt keine Veranlassung, davon auszugehen, dass diejenigen, die sich jetzt den Solidarverpflichtungen entziehen, die ihr Kapital in Steueroasen anlegen und die sich dem Wohlfahrtsstaat entziehen, dass die freiwillig darauf verzichten werden. Und ich glaube, es gibt wenig Konzepte, die man diskutieren kann, um zu verhindern, dass das geschieht. Und die einzige Chance, die ich
tatsächlich sehe, ist, dass es eine Widerstandsbewegung gibt. Leider kommt diese im Moment aus der falschen Richtung. Aber die Radikalisierung, die wir da beobachten, zeugt von einem gewissen Zorn, der sich gesammelt hat im Hinblick auf die soziale Ungerechtigkeiten auch dieser Gesellschaft, der allerdings völlig in die falsche Richtung gegangen ist und wo vermutet werden kann, dass es möglicherweise auch zu Verschiebungen im Parteisystem gibt. Also dass es Parteien, also ich meine, die Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht ist möglicherweise ein Symptom einer Verschiebung, die genau in diese Richtung zielt, des Widerstandes gegenüber sozialen Ungerechtigkeiten, die sich nicht mehr wegdiskutieren lassen, sondern die tatsächlich mit Machtveränderungen auf eine andere Weise zu tun haben könnten. Okay, das Schöne an diesem Panel ist, dass man das, was meine drei Diskutanten hier denken, an vielen Stellen nachlesen kann und jeder, der weitermachen will, wir haben ja außerdem noch ein paar andere Lektürehinweise hier bekommen, wer das also fortsetzen will, entweder im Gespräch heute noch oder lesen. Ich glaube, du hast auch gerade ein Paper geschrieben, Teilhabe ernst genommen, also wer dieses Thema so sich da weiter reindenken will, gibt es viele Gelegenheiten dazu. Von mir kein Schlusswort, sondern nur vielleicht die eine Bemerkung ganz am Ende. Mein Eindruck ist, dass bei den Grünen im Moment sich sehr dieser Gedanke breit macht, dass der Rechts-Links-Gegensatz ersetzt werde zunehmend durch den Gegensatz liberal-autoritär. Das ist ja eine interessante Suchbewegung, ein interessanter Gedanke, der aber auch die Gefahr birgt, dass man alle Debatten über arm, reich, links, rechts, oben, unten vielleicht weniger intensiv führt als früher. Ich glaube, wir haben jetzt hier heute einen Beitrag geleistet, das nicht zu machen. Ich wünsche Ihnen alle, dass Sie das auf die eine oder andere Weise interessiert fortsetzen können und wünsche Ihnen noch einen spannenden Tag. Tschüss.